Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Soft Soul Link in der Smaragd-Edition mit Zordul. Was geht? Hi! Ja, ich hab's dann doch hier mit extrem Metal Gear Solid Tricks an der Frau vorbeigeschafft in den Wald. Das ist echt geil! So vorbeigeschlichen in einer Box. Und hoffe, dass ich hier einen etwas besseren Encounter bekomme. Vielleicht mal einer, mit dem man was gegen ein Registeel machen kann? Na? Wir werden sehen. Flormel! Also nein. Wenn das Ding jetzt Feuer und Ding hat, schon. Ja, what the fuck? Ah, ich darf ihn countern. Weil du schon Käfer hast, ne? Genau. Nein, weil es weiblich ist. Achso, ja, stimmt. Das wollen wir ja jetzt auch machen. Das heißt, der nächste wäre dann deiner, das müssen wir uns dann merken. Und aber es wäre auch so, nur mal so, weil du hast ja schon Weberat gefangen, deswegen hättest du da auch wieder Weibchen. Wie in Dingsen dürfen. So, gucken wir doch mal, ob wir das Ding direkt fangen können, das Flurmel. Oder auch nicht. Wow! Wie Peter wieder Weibchen. Nein! Die Peters wird echt geil. Das geht halt immer instant drauf. Was ist für Chancen? Ein Wailord. Wie willst du das in das scheiß Heugras kriegen? Du ziehst die Frauen aber auch echt an, ne? Ja. Yeah. Nein! Stop. Ich kann keine. Ich habe das Gefühl, ich kann keine. Kann ich ein Pokémon kriegen? Vielleicht mal hier drüben? Ajo. Vielleicht mal hier drüben? Oh. Ja, Regice. Das okay, geht! Das dir. Geht! Das geht! GG! Sag mal, bist du dir sicher, dass... GG! Bist du dir sicher, dass das Flummel nichts von mir aushalten könnte? Ein Schlag vielleicht. Mit was? Mit Laubklinge? Also Laubklinge sollte es eigentlich aushalten. Hoffe ich, weil aber Laubklinge ist erstens nicht Step und zweitens mittelstark. Okay, probieren wir's. Ja, oh, es ist halt die Frage, was hält das Registeel aus? Ja komm, eine Triplette soll's aushalten. Willst du mich verarschen? Guck mal, wie wenig... Passiert! Passiert! Nice! Oh mein Gott, das ist GG. Ja. Willst du mich veralbern? Wurde Flummel mal zu einem Legendary befördert und ich hab's nicht gemerkt? Ich weiß es nicht. So, danke. Oh, ich hab jetzt wirklich noch vor deinem gefangen. Ah, oh, das Spiel hasst mich. Es schreit wie ein Düsenjet. Ja, ich auch gleich! Ich nenn's John. Flummel atmet durch seine Hörkanäle ein und kann daher kontinuierlich schreien, ohne Luft zu holen. Das ist ein guter Trick, den gucke ich mir ab. Ich hab Jon Snow, was? So, ja, ich bin's. Schon wieder weibliches Epitis, what the fuck? So. Wir könnten, wenn wir... Achtung! Keine Panik. Ich nur wissen lassen. Ich wollte es dich nur wissen lassen. Ich werde das jetzt so machen, ne? Nur damit du es weißt, nur damit du meinen Plan kennst, ne? Ich hätte Nebula kriegen können. Oh. Das wäre für mich cool gewesen. Hätte ich Gengar kriegen können dann am Ende.
Also nur damit du meinen Plan kennst. Ich werde jetzt Flummel doch nochmal kurz ablegen, zumindest wegen diesem Reggie Steel, und dann werde ich es nochmal versuchen. Mit deinem Dratini? Genau. Also damit ich nur Dratini da... Verwende Silberblick. Gut, nein. Tu's einfach. Wenn du den Ding minus 6 defensiv reinhaust, dann ist es dir scheißegal, ob's die Attacke resistet oder nicht, weil du fixst es aus dem Leben. Ja. So. Dann lege ich Reggie Eis auch nochmal ab. Ja, ist ja wirklich nur da, dass ich nicht ziehen muss, wenn es harter Fahrt kommt. Aber genau deswegen, ne? Genau deswegen die... Ach du Scheiße, ich habe gar keine Kohle. Mhm. Hä? Wie kann ich nach all diesen... Wenn nicht, wir könnten... Ja, weil wir gar keine vielen Kämpfe gemacht haben. Und außerdem am Anfang geben die Fights nicht viel Gold, Geld. Das Schicksal hat dich zusammengeführt. Das Schicksal führt gleich meinen Fuß und deinen Arsch zusammen. Ja, das ist ja auch gut. Was? Es gibt Leute, die stehen auf sowas. Du bist jetzt bei 2. So, soll ich jetzt mal was einmal versuchen? Einmal noch. Alter, und dann was? Laubklinge, Drachenklaue oder was? Dann heilst du erstmal. Zwei Tränke und noch. Und dann irgendwie. Wutanfall. Dann Wutanfall? Ja, ist dein stärkster Angriff. Ja, aber das trifft nicht auf die normale Verteidigung, sondern auf die Spezial, oder? Nee, Wutanfall trifft... What the fuck, du musst doch mal heilen. Heil. Ja, nur noch einmal, ne, weißt du. Ja. Und dann Böller, Wutanfall. Falsche gedrückt, Entschuldigung. Ja, dann hoffen wir, dass die Wutanfälle jetzt reichen werden. What? Ja, weil Wutanfall Spezialangriff ist. Echt, Wutanfall Spezial? Natürlich, es muss Spezialangriff sein. Siehst du die Flammen nicht? Flammen bedeuten alles, was irgendwie elementar ist, bedeutet immer Spezialangriff. Oh. Ich hätte gedacht, dass es ein physischer Angriff ist. Guck, siehst du diese Sterne da bei dem? Das bedeutet physischer Angriff. Du kannst es immer auch an der Drachenklaue, aber jetzt bist du weg. Ja, ich weiß. Und jetzt kann ich auch nicht mehr heilen. Am Strand sind noch Trainer. So. Gut, dann müssen wir uns mit denen machen. Okay, also das heißt für mich, ich komme hier nicht weiter, ohne bis Level 20 zu leveln. Doch, an und für sich weiterkommen tust du schon, weil die muss man nicht machen. Das zählt nicht. Es ist keine Trainerin, glaube ich. Der da ist ein Trainer. Alter, ich raste gerade komplett aus, ey. Wetten, dass in dem hohen Gras im Wald ein Glurak ist? Ich glaube, dann sage ich, wir machen jetzt nochmal neue ROMs, Ende. Ich bräuchte eigentlich, würde auch was mit Kampf helfen, ne? Gegen Reggie Steel Kampf? Ja. Weiß ich ja gar nicht, ob Kampf gegen Stahl effektiv ist, aber ja, könnte sein. D-Space. LOL! Oh, guck mal, deine Weiterentwicklung. Töte sie! Guck mal, Tratini, das könntest du sein. Oh, lol. LOL. Also, das ist fucking verstörend. Ja. Männlich und pink.
bin ein Mann und fühle mich durch das Ding gerade sexistisch belästigt. Sekunde, eine Sache müsste ich ja vielleicht mal noch nachgucken, nämlich was Flurmel kann. Stimmt, guck mal. Geh mal gucken. Aber wenn der jetzt irgendwie sowas wie Feuersturm hat, dann GG. Nee, ich glaub nicht. Weil das hätte ich ja dann gesehen. Ich hab schon mal einen Flurmel mit Feuersturm gesehen. Bericht. So, verheerender Rückstoßschaden. Nee, verhindert Rückstoßschaden. Verheerender rein. Giftblick, Eierbombe, Schallwelle und genau. Fassade. Wobei, Giftblick kannst du nicht ernehmen, weil es ein Stahl-Pokémon ist. Es ist immun gegen Gift. Es vergiftet aber nicht, Giftblick paralysiert. Oh, so. Gut, also habe ich jetzt keine andere Wahl, als erstmal weiterzugehen. Ja, wie gesagt, du musst es skippen. Du glaubst gar nicht, was das jetzt gerade in mir auslöst. Echte Erinnerung? Fragezeichen? Nein, ich hasse das einfach. Nein, du kannst dir dann... Habt ihr euch eigentlich alle abgesprochen, oder was? Wir haben auf dieser Route Regirock, du hast Registeel und ich habe Regieis. GG. Regigigas gibt's doch nicht in der dritten Gen. Oder gibt's es schon? Nee. Regi war, glaube ich, dann vierter erst. Ja, genau, ich war auch so. So, Gigas kam erst mit der vierten. Oder? Kam's mit der vierten? Guck hier, 360, von wegen, die geben nicht so viel. Ja, die 360 ist nicht viel, das ist ein Trank. Ja, das würde mir schon mal helfen, weil ich habe gerade gar nichts. Achso, hier ist dann später der Captain drin. Der Captain Bex! Dachte er an Captain Igloo. Captain Igloo. Mit seinen gepressten Fischabfällen, die er als Fischstäbchen verkauft. Ja, Gigi. Warum trainierst du nicht im Wald? Ich bekämpfe einfach jedes Pokémon, was kommt. Im Wald sind auch noch Trainer. Ja, ja, ich sag dir noch. Aber ich bin ja auf dem Weg dahin, aber ich muss die ja umgehen durchs hohe Gras. Stimmt. Guck mal, ein Flummel. Toll. Bin begeistert. Lol, Überroller. Weißt du, was bei dem hier gut wäre bei Futaba, wenn ich ein Metronom hätte? Dass aufeinanderfolgende Attacken immer mehr Schaden machen. Feuer! Willst dich doch vereiern, ey. Ich immer kurz heilen. Ich hätte einen Feuerriegel haben können, die Arschgeigen, ey. Mit Hitzekoller. Ja! Mit Hitzekoller. Krieg auch gleich einen Koller. Es wäre auch GG gewesen, ne? Ja. Ach, meine Fresse noch eins. Ich muss jetzt mal ganz kurz was gucken, damit ich sicher bin. Also. Nee, das steht hier leider nicht, ne? Ganz eine Sekunde. Ich glaube, der Büschels und Spisch. Geh mal auf die Werte. Was? Geh auf B. 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 Die B. Oder X, dass du halt rausgehst. Genau, jetzt geh eins rüber. Andere Richtung. Cool. Die? Ja. Noch eins. Angriff, Spezial. Doch, warte. Wieder eins zurück. Das ist aber nur ihre Werte. Also es gibt schon die verschiedenen... Also es gibt schon ein Special und ein Attack-Split. Ja, ich weiß. Warte mal. Dann muss Wutanfall halt doch Spezial treffen. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass es das macht.
lol, der hat einen Zoom-Pax. Unfair. So. Wutanfall, eine Attacke vom Typ Drache, die seit der zweiten Generation existiert, und zwar die Spezialattacke von Dratini, Dragonir und Dragoran. Cool. Ja, ist physisch. Ist physisch? Ja, und ab Gen 4 macht das, hat das Ding 120 und nicht mehr nur 90 Stärke. Ach, es hat nur 90 Stärke gerade? Ja, ja. Ab der vierten Gen erst. Stärker. Okay. Ah ja, das... Es ist physisch, aber es bringt halt überhaupt nichts, wenn ich das mache. Also wenn ich vorher seine Verteidigung senke, das ist halt... Seerauch. Geht die ganze Zeit um ins Inventar zu kommen. Verstärkt Wasserattacken. Seerauch kannst du verkaufen. Kannst du verkaufen? Was? Ja, der ist verkaufbar. Ja, ach, und? Warum soll ich das? Du kannst dir Tränke kaufen. Achso, ich hätte ja auch nach oben hin zum... Nee, brauche ich jetzt erstmal nicht. Ich brauche ja eigentlich normalerweise keine, nicht so viele Tränke, außer halt entweder, wenn ich ein Pokémon fangen will und es nicht töten kann. Oder halt bei so einem starken Mistvieh. Was übrigens nochmal so als Frage, bei dem Pokémon, ne, das Level, ab dem die neue Attacken lernen, das ist nicht randomized, nur die Attacke selber dann, nee, oder? Das ist dasselbe. Das, ja genau, nur die Attacke ist randomized. Okay. Wenn wir eine Angel kriegen, ne, ich weiß auch wann wir eine Angel kriegen, können wir in der Stadt, also in der Moosbach City da, hier oben, also wo wir gerade waren, das Tutorial gemacht haben, einen Encounter haben. Das ist nämlich Wasser. Ja, ist klar. Also das zählt quasi separat. Das Wasser. Ja. Nee, es ist halt in der Stadt. Hier ist es ein Stadt-Encounter. Wenn eine Stadt so hohes Gras hätte, könnte man auch im hohen Gras einen Encounter kriegen. Nein, aber ich meine, auf derselben Route ist da Wasser und Gras voneinander getrennt? Ja, nee, das ist alles zusammen. Die gleiche Route ist die gleiche Route. Okay. Gut. Da ich ja jetzt sowieso nur Dratini dabei habe, kann ich ja jetzt einfach mal versuchen. LOL, Botogel! Der Weihnachtsmann. Oh, ich hab einen Nugget! Okay, also wir haken schon mal ab. Diese Rom hasst mich. Mich liebt sie. Okay, bei der letzten Runde war es ja direkt andersrum. Oh, Gähner? Soll ich das nehmen? Vielleicht fürs Überblick? Fragezeichen? Ja, fürs Überblick vielleicht. Der schläft ja da in der nächsten Runde ein, ne? Einschleifen. Ja. Und dann schläft er für 2-3 Runden. Ist dann eigentlich auch ganz, ganz solide. KP plus, hey. Everybody. Ist es gut? Everybody get hype. Oh fuck, mein Macho schläft. Warte! Ich bin auch gleich da. Na. Du bist ein 10-jähriges Kind, hier übernimm du diesen Gangster. Genau! Geh! Slimer. Lol, der hat einen Slimer. Der normal ist ein Pfiffchen. Team Aquarüpel, du bist stark. Du bist zu stark. Du hast so. Und dadurch, dass du alles für ein starkes Pokémon hast, drehe ich mich zurück und erschieß dich nicht. Genau, du hast so kräftige, muskulöse Arme. Was? Okay, jetzt schweifst du ab. Richtig.
Außerdem bist du das Mädchen, ich bin hier der mit den Muckis. Das ist ja jetzt sexistisch, dass der glaubt, Mädchen könnte ich auch starke Arme haben. Ich meine... Ja. Und was tut dir der scheiß Genderist? Ja, Moment mal. Das sind ja wohl zwei unterschiedliche Dinge. Also im Deutschen heißt zwar beides Geschlecht, aber im Englischen, also Sex und Gender sind ja beides was Unterschiedliches. Nennt sie das? Ja. Nennt sie das wirklich? Ja. Are they really though? Ja. Dein Geschlecht, also das Geschlecht, was im Englischen Sex heißen würde, ist einfach nur, wie du geboren wurdest, Mann oder Frau. Also quasi das genetische Geschlecht, wenn du so willst. Und Gender ist dein empfundenes Geschlecht. Zauboga. Ist für mich dasselbe, ich bin ein Typ und ich bin ein Typ. Ja, ich weiß. Also ich bin ein Kerl und ich fühle mich als Kerl. Ich verstehe diese Pumpen nicht, die Kerle sind, aber sich als Frauen fühlen. Wie? Wie? Entschuldigung, es klingt gerade voll geil. Wie? Ich versteh's halt einfach nicht. Oder genauso wie Frauen sich dann wie Männer fühlen. Gut, das kann ich schon mehr verstehen. Ja. Ich finde das halt auch, guck, das ist halt für mich so eine Sache. Auf der einen Seite gebe ich ganz offen zu, dass ich das auch auf einer gewissen Ebene seltsam finde. Auf der anderen Seite bin ich aber natürlich auch so, dass ich akzeptiere, ja, es geht mich halt überhaupt nichts an. Wenn der halt eine Frau sein will, dann bitte zieh dir ein Kleid an oder so. Aber das, was ich mich bei dem halt immer wieder frage, ist, ne? Die sagen, also dieser Ausdruck, ich fühle mich als Frau. Wer will denn wissen, wie sich eine andere Frau fühlt? Kannst du Gedanken lesen? Genau! Du weißt, wie du dich fühlst und du magst, also woher willst du wissen, dass das so ist, wie sich eine Frau fühlt? Verstehst du? Ja. Und was noch dazu kommt? Von mir sollen sie auch machen, was sie wollen, ne? Aber wenn sie... Das wie sieht halt echt geil aus. Von mir sollen sie auch machen, was sie wollen, aber dann sollen sie mir nicht auf den Sack gehen, wenn ich Witze über sie mache. Ich mache über jeden Witze, auch über Neger. Ja gut, das stimmt. Nein, aber... Weil Rassismus ist es erst dann, wenn du aufhörst, Witze über ihn zu machen. Naja, das... Nicht mal unbedingt, Nee, was ich sagen wollte, was ist... Pass auf. Wenn ich jetzt einen Schwarzen... Keine Ahnung, ich sag mal Schwarzer... Ich sag aber Schwarze, der soll mich ruhig Weißbrot nennen, mir ist scheißegal. Wenn ich jetzt zu dem einen Witz mache, der so leicht rassistisch angehaucht ist, ja, und der dann voll ausrastet, warum... Rassismus wäre es, wenn ich keinen Witz über ihn mache, weil ich ihn dann anders behandle, gerade aufgrund seiner anderen Herkunft. Ja? Nein, also, pass auf, also was das Gender-Ding angeht, ne? Also es ist so. Sie sollen tun, was sie wollen und sich irgendwann aboperieren. Irgendwann mal im Laufe der Geschichte, ne? Haben ja Menschen angefangen, Tierhäute und Stoffe und so zu Kleidung zu verarbeiten. Und aus irgendeinem Grund, den ich nicht weiß, hat mal einer zum Beispiel gesagt, dass Röcke und Kleider, dass das für Frauen was ist. Das hat einfach irgendwann mal für mich einer so festgelegt. Nichts davon ist, eigentlich wäre es sogar logischer umgekehrt, weil, wie soll ich denn sagen... Männer haben da nun mal mehr zwischen den Beinen und gerade enge Jeans können da schon ein bisschen kneifen. Du weißt, was ich meine, okay? Eigentlich wär's für Männer ja, sogar von Vorteil, wenn da unten mehr Luft wäre. Also, aber das hat irgendwann mal einer festgelegt. Irgendwann hat einer mal festgelegt, dass Kleider und Röcke eher was für Frauen sind. Und auch Schuhe mit hohen Absätzen. Guck mal dir die Mode aus der Barockzeit an. Da hatten ganz viele Männer Schuhe so hohe Absätze. Jedenfalls... Wenn du jetzt also als Mann geboren wurdest und aber irgendwie voll auf Frauenkleider abfährst oder weil wenn dein Verhalten so das ist, was von der gesellschaftlichen Seite her als typisch weiblich gilt, dann bist du doch innerlich nicht in dem Sinne da schon eine Frau. Du stehst halt auf Dinge, die gesellschaftlich eher als weiblich konnotiert sind. Also wenn du halt auf Parfüm stehst und dich schminkst,
Okay, dann bist du halt. Dann bist du halt für mich ein Mann, der sich gerne schminkt, aber keine Frau. So, und das ist halt das, wo. Das ist halt das, wo ich sage, ich gebe es zu, ich begreife es nicht, mir ist es eigentlich auch egal, weil es mich nichts angeht. Aber das würde ich gerne mal wissen, wo da die Grenze ist. Wo. Ab wann kann ich wirklich sagen, ich fühle mich als eine wirklich eine Frau im falschen Körper und nicht einfach nur als ein Mann, der Dinge mag, die gesellschaftlich betrachtet als weiblich gelten. Ja, wenn du halt auf Frauenklamotten stehst, gut, dann stehst du auf Frauenklamotten, Ende aus. Ja. Da wirst du zwar gemobbt, dass du auf Frauenklamotten stehst, aber... Ah, ich hab das wie auch, geh weg. Aber bei dir ist es weiblich. Ja, bei mir ist es... Gott sei Dank. Bei mir war es männlich, stellst du dir mit dem Dödel vor, what the ja, fuck? Das Boy George Gedenk-Pokémon. Ach, das ist ja GG. So, ja. So, und was Rassismus angeht, ich finde, Rassismus findet eigentlich in drei, also für, das habe ich mal so für mich beobachtet und für mich persönlich so eingeteilt, in drei verschiedenen Stufen statt. Rassismus ist, also die erste Stufe, die einfachste ist, wenn man einer bestimmten Gruppe von Menschen pauschale Eigenschaften unterstellt. Okay? Zum Beispiel Neger können schnell laufen. Richtig, das muss an der Stelle, da hast du es auch schon perfekt gesagt oder gezeigt, es muss dabei weder positiv noch negativ sein. Einfach nur, es ist einfach nur eine pauschale Eigenschaft. Und ehrlich gesagt, ich finde, diese Form von Rassismus ist was, wo alle Menschen irgendwie anfällig sind, weil wir, ja, wie soll ich denn sagen? Unterordnen. Naja, nee, nicht das. Wir ordnen in Schubladen ein. Ende ja, aus. Naja, Moment mal. Nein, ich meine das jetzt so bei der. Das in Schubladen kommt dann später. Ja. Ich meine das jetzt mit diesen pauschalen Eigenschaften. Wir haben nun mal nicht mit allen menschlichen Gruppen, die es auf der Welt gibt, permanent zu tun. Verstehst du? Oh nein, der hat auch Top-Genesung. Okay, ich muss, glaube ich, zurück gleich. Ja, muss ich auch. Ach so, kritisch jetzt. Ja, nein. Doch, er greift nicht nochmal an, lol. Hui, ja, nochmal Glück gehabt. What, der hat einen Suicune! Alter! Das ist der scheiß Typ mit normalerweise 3 Carpadors! Okay, Sekunde. Der hat einen Suicune. Vor allem, er sagt, ich bin der Wasser-Pokémon-Experte. Komm ich an den beiden jetzt vorbei? Ja, kommst du, weil du nur ein Pokémon hast. Okay, ich muss nämlich irgendwie in die nächste Stadt mal heilen hier. So. Okay, also... Er hat einen fucking Suicune. Also ich glaube ihm definitiv, dass er der Meister der Wasser-Pokémon ist. Obwohl es ja Eis ist, ne? Na egal. Was ich sagen wollte, also... Ja, du hast ja in deinem Leben nicht grundsätzlich mit jeder menschlichen Gruppe, die es auf der Welt gibt, was zu tun. Gott sei Dank, was? Okay. Also ich sag mal, ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich irgendwie schon jemals in meinem Leben, ich glaube einmal, aber ansonsten bin ich noch nie in meinem Leben auf jemanden aus Südamerika getroffen. Weißt du? Ich einmal. So, und es ist aber nun mal so, das menschliche Gehirn ist nicht dazu in der Lage, einfach zu akzeptieren, dass es nichts weiß, weil es füllt oft Wissenslücken lieber dann mit sowas wie Lückenfüllern auf, also mit Halbwissen oder so, oder mit Fantasie einfach. GG Halbwissen. Naja, weißt du, was ich meine? What the fuck? Menschen sind einfach schlecht darin, einfach zu akzeptieren, okay, ich weiß es halt nicht, weißt du, sondern Menschen müssen einfach... Bin ich nicht, also ich weiß es halt nicht. Ja, aber, na, die meisten. Ich glaube ehrlich, dass ich dämlich bin. So, und dann hörst du dich halt um, so, okay, was sagt man sich denn über Südamerikaner? Und dann hast du halt so ein paar Eigenschaften, die typischerweise mit denen in Verbindung gebracht werden. Das, lol, Garados. Das muss dann nicht heißen, dass der Typ, mit dem du da zu tun hast, dann auch wirklich so ist, wie diese quasi, wie das Klischee ist oder so. Aber irgendwie, du machst dir halt Gedanken über Menschen und irgendwoher müssen die Informationen ja dann kommen, die du dann über den Menschen hast. Und das sind dann meistens so Klischees, die man gehört hat. Deswegen bin ich bei der Form von Rassismus noch nicht mal so negativ eingestellt und sage, da sind wir eigentlich alle anfällig dafür. Guck zum Beispiel ich bei Dead by Daylight. Wenn ich dann sage, dass die meisten Leute, so das ist einfach meine Beobachtung, die meisten Spieler, die so richtig toxisch in dem Spiel sind, waren bei mir meistens Russen oder Osteuropäer.
Ja, es kommt einfach, weil wir Russen einfach toxisch sind. Okay, ich hab sogar mal eine... Du bist nicht mit Zucker bliert. Ich hab das sogar mal hier im Internet recherchiert und hab gesehen... Oh, Haus des Zerschneiders. Und hab gesehen, dass es da tatsächlich... Sag mal, dass es da tatsächlich Studien gibt, so soziologische Studien, die davon ausgehen, dass eben diese ganzen osteuropäischen Kulturen einfach so ein bisschen eine andere Vorstellung von Teamwork und Miteinander haben, und bei denen ist das halt wohl so, also sagt jetzt die Studie, ne? Ich weiß selber nicht hundertprozentig, aber die Studie sagt halt, dass die, wenn die untereinander arbeiten, ist dieses sich gegenseitig fertig machen und so quasi dieses, du bist so scheiße oder so, das ist bei denen normal, weil die sich, ja genau, die stacheln sich damit gegenseitig an, das ist bei denen das, was die unter Motivation verstehen. Ja. So, bei denen ist das einfach so, die motivieren dich dadurch, indem die sagen, okay, wenn du nicht willst, dass wir dich verarschen, und wenn du nicht willst, dass wir uns über dich lustig machen, dann wär's halt besser, so ungefähr. Kenn ich. So würde ich gute Videos spielen. Ja. Und das Ding ist, das kann ich auch so ein bisschen bestätigen, weil es gibt ja den YouTuber Ochido, der bei Dead by Daylight quasi damit berühmt geworden ist, dass er übelst toxisch spielt. Und wenn du bei denen manchmal so unter den Kommentaren liest, wenn sich da welche beschweren und sagen, hey, du bist immer so ein Arschloch dann zu denen am Ende und lass sie doch mal in Ruhe und so, dann sagen halt oft denen, seine Community sagt dann halt oft, ja, warum, die können ja besser werden. Und ja, das ist einfach deren Einstellung. Die sagen halt, wenn du gewinnst, wenn du besser bist als jemand, dann hast du auch das Recht, den niederzumachen, so ungefähr. So, wir können noch einen Encounter kriegen. Ja, wirklich? Dann machen wir. Ja. Warte, dann gehe ich aber erst nochmal zum Markt und hol mir noch ein bisschen was. Auf jeden Fall die zweite Stufe... Können wir auch noch ein paar... Auf jeden Fall die zweite Stufe von Rassismus ist dann die Segregation, also das heißt die Trennung von Rassen, wenn du so willst. Auf verschiedene Art und Weisen, eben, dass du zum Beispiel wie bei der Apartheid sagst, die müssen verschiedene Busse benutzen, oder die dürfen halt nicht in, oder eben wie die identitäre Bewegung sagt, zum Beispiel, dass Muslime halt nicht in Europa wohnen dürfen, weil das ist nicht deren Kulturraum. So ein Scheiß halt. Und die dritte Form wäre dann die Entmenschlichung. Was zum Beispiel bei zu Zeiten der Ja, genau, zum Zeitpunkt der Sklaven war, wo es halt auch Leute gab, die das halt vertreten haben, dass Afrikaner halt keine Menschen sind, sondern dass das halt eine andere Rasse ist, die den Menschen untergeordnet. Das ist dann sowas, das ist dann quasi die höchste Stufe. Ja. Western Counter ist meiner, ne? Ja, das müsste deiner sein. Let's go! It's me, Sordul! I have oh, lol! Pichu! Alter, Tengu! Tengulis! Lol, ich kann's sogar mal halten. Ja. Nimm mal. Oder? Nimm mal. Ist gekauft. Ist gekauft. Beutel. Ist gekauft, Beutel. Bam! Erstmal Pokémon in die Fresse schmeißen. Das Gegen klingt lustig. Got it. Beim Angreifen können wir es ja nicht, weil wir es töten. Naja, Laubklinge. Du hast gerne gemacht, ne? Oh Gott. Du hast schon, du bist fucking 11 Stufen über dem Ding. Ja, ist doch egal. Guck mal. Zum Glück ist das voll entwickelt. Ja. Ach, du hast einen Heuler aufbekommen. Schnei. Okay, ich war in der letzten Folge ein bisschen gemein zu der Assia, deswegen nenne ich jetzt Pichu nach Assia. No. Da willst du nämlich zu einem niedlichen, süßen Pikachu. Nice. So, jetzt muss ich nochmal gucken, wie das geschrieben wird. Weil... Tengulist ist nämlich nach einem... LOL! LOL, Igelava! Hätten Igelava kriegen können. Oh Mann. Igelava wäre ein geiler Pickup gewesen. Wie wird das geschrieben? Weißt du, was ist geil, wenn es... Was denn? Also, Tengulist ist tatsächlich nach so einer japanischen Figur benannt. Sternstaub! Oh! Oh! Sternstaub! Ich kann mir einen Donnerstein holen! What? Ja, aber warte erst mal, oder?
Musst du da nicht erstmal zu Pikachu und dass der dann noch ein paar Attacken lernt, bevor du Raichu? Es muss erst zu Pikachu werden. Ja, ich sag ja nur, aber da, selbst dann müsstest du mal noch, würde ich noch ein bisschen warten, damit es noch ein paar Attacken lernt. Na, Raichu lernt doch da nichts mehr, oder, wenn es einmal entwickelt ist? Nee, Raichu lernt da nichts mehr. So, wo steht denn jetzt, wem das nachempfunden ist? LOL, das hat einen H2O-Absorber. Hier, also einfach mit G. Genau, also Tengu-List ist quasi nachempfunden einem japanischen Tengu, so eine Art What? Dieses Ding braucht keine Attacken mehr zu lernen. Donner, Psy-Schub, Funken, Alter. Das Ding braucht keine Attacken mehr zu lernen. Donner 120, Psy-Schub 140. Das ist die Spezialattacke. Alter, sag mal, sind die... Ey, die Kinder da unten haben echt eine Macke. Die haben gerade den Fußball direkt gegen mein Fenster geballert. Echt jetzt? Ja. Und eine Knarre und schieße ab. So. Mach ich gleich, wenn wir hier beendet haben. Ja, auf jeden Fall. Alter, Psycho, das ist ein Spezialangriff von Dextreus. Deoxys. Funkensprung und... Alter! So, oh, der hat schnelles Aufwachen immerhin. Laubklinge, Heuler, Konfusion und Body Slap. Nice. So, das geht eigentlich klar, aber bringt ja leider nichts gegen das Regi-Stil, ne? Ist Psyl? Erinnerungen. Psycho gegen Stahl, nix? Ja, schon. Also es ist neutral, aber glaube ich, dass es neutral ist. Ich bin mir nicht sicher. Fokusband habe ich. Oh, das ist okay. Das geht eigentlich. Also, jetzt halt, glaube ich, könnte man wirklich den Part beenden, weil es sind schon bei über 30 Minuten. Ja, würde ich auch mal machen, ne? Ich beende dann mal ganz langsam den Part. Wo habe ich Granitstein her? Den hast du gekriegt. Bei einem Item. Kann manchmal K.O. verhindern. Toll, manchmal. Ja. Gut, Freunde, dann würde ich sagen... Das hat eine... Ja, sprich dich aus. Das hat eine 10% Chance zu aktivieren, wenn dein Pokémon sterben würde. Also immer. Jetzt nicht nur, ja, wenn es durch solche K.O.-Attacken stirbt, sondern egal, wenn es stirben würde. Sobald dein Pokémon K.O. geht, hat sie 10% Chance zu aktivieren. Und dann überlebst du mit einem KP. Okay. Gut, dann würde ich sagen, beenden wir mal die Folge an der Stelle. Hoffe, ihr hattet wieder ein kleines bisschen Spaß mit uns. Und ja, keine Sorge, ich beruhige mich ja schon wieder. Auch wenn es offensichtlich... Zwischen den Folgen können wir jetzt ein bisschen grinden, so auf Stufe 10, 15 umbenannt. Ja, würde ich sagen. Also, Dratini werde ich auf Stufe 20 machen, das ist ja jetzt auf Level 17. Und Tengu-List vielleicht... Ja, ist immer weit. 15 oder so, keine Ahnung, mal gucken, wie viel Zeit ich habe. Und dann probiere ich das... Ja, lass mal so 15 machen. Ja. Gut. Mach aber auch Flummel und so, einfach, um zu schauen, was die so lernen. Ja. Vielleicht lernt Flummel ja eine Feuerattacke. Das wäre natürlich sehr geil. Ja, okay, lass mir bitte noch eine Bewertung und einen netten Kommentar da. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder bei Sword auf dem Kanal. Bis dahin, haut rein!